43% mehr Rente bis 2037. So der Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Der neue, noch nicht veröffentlichte Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung soll wohl beinhalten, dass es bis 2037 Rentenerhöhungen um bis zu 43% geben soll. Meine Damen und Herren, das sind alles aber nur Prognosen. Das sind keine feststehenden Zahlen. Das ist genauso eine Prognose, wie wir gestern seit dem 1.11.2023 erfahren haben, dass es wohl zum 1.7.2024 nur, in Anführungsstrichen, nur eine Rentenerhöhung von 3,5% geben soll. Auch das ist nur eine Prognose. Ich gehe davon aus, so sagen es auch die nominellen Lohnsteigerungen bis zum Ende des Quartals 2023, bis zum Ende des zweiten Quartals 2023, dass wir hier Lohnsteigerungen von über 6% haben. Wenn das dieses Jahr 2023 so weitergeht, dann dürfte die 3,5% nicht gesetzt sein. Das ist nämlich nur eine reine Prognose. Und insgesamt würde ich auch sagen, warten wir einfach mal ab, was im Jahr 2037 dann letzten Endes unterm Strich bei rauskommt, ob wir wirklich bei 43% sind, ob es ein bisschen mehr ist, ob es ein bisschen weniger ist, wir wissen es nicht. Wenn wir mal mittelfristig schauen, bis nächstes Jahr, selbst da stehen die Zahlen noch nicht fest, warten wir einfach den März 2024 ab und dann wissen wir es, dann haben wir es schwarz auf weiß, wenn die neue Rentenwertbestimmungsverordnung durch den Bundesminister für Arbeit und Soziales, heute noch Hubertus Heil, bekannt gegeben wird. Also meine Damen und Herren, ich bleibe dabei, Prognosen sind Prognosen und keine realen feststehenden Zahlen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.